Hallo. Schönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, fast High Noon, 12 Uhr mittags. Warum ich jetzt hier gerade live gehe, das hat eigentlich den Grund, dass ich euch was ganz Wichtiges mitteilen möchte. Ich hatte ja gestern Abend oder gestern Nachmittag, 17 Uhr, waren wir zusammengekommen, um ein paar Fragen zu beantworten, die vielen auf dem Herzen liegen. Wir haben, glaube ich, vier persönliche Fragen beantworten können. Und irgendwie haben wir die Anliegen von, sage ich jetzt einfach mal, 17 Leuten bearbeiten können damit. Und das ist ja immer dieses Wunderbare. Erstmal zu wissen, dass wir ja eigentlich gar nicht allein sind mit diesen Problemen, wenn ich das überhaupt so nennen darf, wenn ich das überhaupt, hallo Maria, wenn ich das überhaupt Probleme nennen darf, oder? Es sind ja eigentlich keine Probleme, sondern es sind mentale Konstrukte, die uns das Leben schwer machen. Und genauso gibt es eben mentale Konstrukte, die uns das Leben leicht machen. Und ich rede jetzt zwar so abstrakt davon, von diesen mentalen Konstrukten, das sind nichts anderes wie unsere Vorstellungen und Überzeugungen und Glaubenssätze natürlich, aber Überzeugungen scheint mir doch fast das bessere Wort, weil wir sind überzeugt davon, wie etwas funktioniert, wir sind überzeugt davon, wer wir sind und wer wir in diesem Leben sind und wer das Leben überhaupt ist. Wir haben da ganz, ganz klare Ansichten, die werden uns beigebracht und die übernehmen wir, weil ja, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, weil unser komplettes Umfeld ja die gleichen Ansichten und Überzeugungen mit sich trägt. Also muss es ja richtig sein und es muss wahr sein. Im Fernsehen wird uns das wiedergespiegelt, in allen Medien wird uns wiedergespiegelt, wie unser Leben funktioniert. Mittlerweile sind wir ja da ein bisschen einen Schritt weiter. Wir glauben nicht mehr alles so ungefiltert, was uns da erzählt und gesagt wird. Nur sind wir weiterhin immer auf der Suche nach der Wahrheit und einfach zu sagen, ja, was stimmt denn jetzt? Es gibt so viele Ansichten und Meinungen und Konzepte und Formeln. Was stimmt denn jetzt? Und ich möchte kurz von dem ersten Dr. Joe Dispenza Workshop erzählen in Sardinien, wo ich war. Da waren damals noch knapp 800 Leute, eine kleine intime Gruppe. Und der Titel war A Love Affair with the Divine. Also eine Liebesaffäre mit dem Göttlichen. Und das hat mich damals so angesprochen und ich habe gedacht, genau um das geht's, oder? Um diese Liebesaffäre mit dem Göttlichen. Aber erstens mal, wer ist das Göttliche, wie, wo, was und wie komme ich dahin und was macht denn diese Liebesbeziehung aus, diese Liebesbeziehung mit dem Göttlichen und es war so unfassbar. Und nachher, ihr habt vielleicht schon natürlich auch mit den Arbeiten, den Meditationen von Dr. Joe Dispenza gearbeitet. Und dann wirst du in einen Raum geschickt, wo das Göttliche eben präsent ist. Und zwar ist es dort präsent, wo die Gedanken nicht präsent sind, wo deine Gedanken, wo deine Überzeugungen, wo alle Limitierungen, die du mal in dein Leben mitschleppst, plötzlich losgelassen werden. Deswegen auch diese Sache Retreat, oder? Du ziehst dich zurück aus deinem Leben. Du gehst hinaus aus diesen ganzen Regeln, denen du sonst immer folgen musst und bist dort einfach nur für dich da und eben für dich, um herauszufinden, was es denn noch mehr gibt, wenn du aufhörst, deine Vorstellungen zu reproduzieren im Leben. Und da leitet uns Dr. Joe Dispenza ja zu dieser Lehre hin. Und in dieser Lehre machen wir die Erfahrung, dass die Lehre ganz schön schwer zu erreichen ist, weil wir ja unseren ganzen Kram da mitnehmen, unsere ganzen Überzeugungen. Und uns dann wirklich dieser Lehre hinzugeben, das braucht ganz schön viel Überwindung auch und Vertrauen. Jetzt neu macht er ja in diesen Retreats dieses Surrender-Exercise oder Hingabe-Exercise,
diese Übung, wenn du eben auf einem Podest stehst und dich dann nach hinten in ein Netz fallen lässt, das von anderen Leuten gehalten wird. Und das ist eigentlich ein ziemlich angsteinflößendes Gefühl, wenn du wirklich nur so dastehst und dich quasi in die Leere reinfallen lässt. Und das zu lernen ist für uns gar nicht so einfach, weil wir wollen uns immer festhalten. Wir wollen uns festhalten an etwas, was uns Sicherheit gibt. Und dieses Etwas, was uns Sicherheit gibt und was wir so gut kennen, das lassen wir eigentlich erst los, wenn wir uns woanders festhalten können. Wir brauchen etwas, wir brauchen ein Konzept, wir brauchen ein Konstrukt, wir brauchen etwas, an dem wir uns festhalten können. Und deswegen gehen auch so viele und sagen, ja, gib mir die Formel, sag mir, wie ich es machen muss, sag mir, welche einzelnen Schritte ich machen muss, damit ich ja gar keinen Fehler mache. Und weil wir so konditioniert sind, oder? Das ist das, was wir kennen. Wir wenden Formeln an, um nachher zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und da will ich euch noch kurz etwas sagen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, um zu erklären, um was es eigentlich geht, dass es eben nicht um irgendwelche Formeln geht. Es geht nicht darum, um irgendwelche Anwendungsweisen zu reproduzieren, sondern es geht tatsächlich darum, ein komplettes, ganzheitliches Verständnis für dich zu haben, in was für einem Raum du dich bewegst und was eben diese Liebesaffäre mit dem Göttlichen ist und wer das Göttliche ist und was und wie und wo. Und in den Meditationen von Dr. Joe Dispenza erleben wir das auf eine Art und Weise, aber wir haben immer noch diesen logischen Verstand, der mehr wissen möchte, der will wissen, warum tue ich das, warum wende ich diese Formel an, warum sollte diese Formel richtig sein, um was geht es denn überhaupt im Detail? Und das ist eben genau das, was ich dir in meinem Coaching vermitteln möchte und was ich auch mit diesen Videos vermitteln möchte, dass du ganz viele verschiedene Formeln dich traust anzuwenden, weil du weißt, in welchem Raum, nach welchen Regeln du operierst, um was es geht, wer du wirklich bist, wer deine wahre Identität ist und was diese wahre Identität für dich bedeutet, was sie für dich, für das Leben der anderen, für unseren Planeten überhaupt bedeutet. Weil nur dann, wenn dein Verstand das versteht und du ein klares Konzept deiner selbst hast, deiner eigenen Wahrheit und der Wahrheit des Lebens, dann bist du auch bereit, Formeln anzuwenden, weil du weißt, diese Formel führt mich dort und dorthin aus diesen und jenen Gründen. Wenn du das nicht in dein Operating System, also in deinen Computer, in dein Hirn, in dein Rechenapparat, in deinen analytischen Verstand, ganz, ganz viele Worte nenne ich, wenn du das dir selber nicht so klar machen kannst, dass du unausweichlich automatisch nach diesen Regeln und Bedingungen und Vorgaben des Lebens, weil du weißt, diese sind richtig, und nicht etwa andere Vorgaben, die ich gelernt habe, sind richtig. Vielleicht sind auch Vorgaben, die du gelernt hast, richtig, wenn du sie in einen anderen Bezugsrahmen setzt. Oftmals ist wirklich nur der Bezugsrahmen die Sache, von der du ausgehst, irgendwo falsch oder fehlerhaft. Und deswegen kommst du nicht weiter. Aber wenn du diese Vorstellung änderst, öffnet sich gleich eine andere Perspektive, ein leichteres Leben, das eben all diese schweren Vorstellungen gar nicht braucht, wo man dir vorher gesagt hat, du musst es machen und so ist das Leben und hier, um Erfolg zu kriegen, musst du das und das und das tun. Diese Vorstellung, diese Formeln, die du eingebläut kriegst vom Kind an, die sind eben auf einer Basis des Tuhens etabliert und nicht auf einer Basis des Seins, weil dir nie jemand wirklich sagt, wer du wirklich bist, was die Wahrheit ist, was deine Wahrheit ist, was die Wahrheit des Lebens ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, aber irgendwann mal resoniert etwas so komplett mit dir, dass du weißt, genau das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, nach der ich immer gesucht habe. Und diese Wahrheit, nach der du immer gesucht hast, mit deinen Worten, mit deiner Vorstellung,
dahin möchte ich dich begleiten, weil dann bist du wirklich in der kompletten Freiheit. Und jetzt das Beispiel, ich habe eine Auszubildende gehabt, vor einigen Jahren, ein junges Mädchen, und sie war super bemüht, super fleißig und alles. Und dann habe ich gemerkt, wie sie funktioniert. Und zwar hat sie mit mir zusammen eine Aufgabe super cool erledigt. Und dann habe ich ihr gesagt, das kannst du jetzt nochmal so machen wie das, was wir damals gemacht haben. Und dann ist sie hingegangen und hat jeden einzelnen Schritt, den sie gemacht hat, quasi in Bezug mit der neuen Situation gesetzt. Also jeden einzelnen Schritt, das habe ich gemacht, wie sieht das jetzt im Zusammenhang in Bezug mit der neuen Situation aus? Ja, und dann hat sie das probiert und wirklich ganz fleißig und gewissenhaft hat sie wirklich jeden Schritt, den wir in der ersten Situation gemacht haben, auf die zweite Situation übertragen und jede einzelne Determinante analog behandelt. Und sie hat sich unglaublich schwer getan, oder? Und sie war immer nur so fokussiert, welcher Schritt kommt als nächstes, wie mache ich diesen Schritt, welcher Schritt kommt als nächstes, was ich dazu sagen will. Den kompletten Sinn der Aufgabe hat sie nie verstanden. Sie hat nie gewusst, warum sie die einzelnen Schritte geht, damit, weil sie nicht verstanden hat, auf was es drauf ankommt. Auf was es letztendlich drauf ankommt, warum wir das Ergebnis wollen, dass diese einzelnen Schritte hätten bringen sollen. Weil sie das große Ganze nie verstanden hat und nie verstanden hat, warum die einzelnen Schritte zu gehen sind. Weil sie auch nie verstanden hat, warum wir dorthin wollen, wo wir eigentlich hinwollen, sondern sie hat wirklich nur, sie ist ganz Schritt für Schritt im Kleinen geblieben. Und wenn du so lernst, wenn du versuchst, so Formeln und schrittweise Anleitungen auf andere Situationen zu übertragen, dann tust du dich so wahnsinnig schwer, weil du nie verstehst, warum du es tust und dein alles ist schwer und nichts läuft leicht, weil du niemals in den Fluss kommst, weil du ja gar nicht weißt, wo der Fluss dich hinführen soll. Weil du gar nicht das Ganze begreifst, weil du gar nicht begreifst die komplette Situation. Und dann habe ich sie da rausgeholt und habe sie gefragt, eben, schau mal, jetzt vergiss mal die einzelnen Schritte, schau mal daher, wo wir anfangen und wo wollen wir hin. Was ist das gewünschte Ergebnis? Was wollen wir erreichen? Und dann verstehe noch, warum wir das erreichen wollen. Welche Informationen brauchen wir daraus? Das ist irgendein Business-Prozess gewesen. Und als sie das verstanden hat, hat sie sich so leicht getan. Und ich habe das mit ihr noch ganz einige Male wiederholt und auch in anderen Sachen, die sie lernen musste, eben auch für die Schule, mit ihr das wirklich von dieser ganzheitlichen Perspektive betrachtet und ihr beigebracht, wie sie das kann betrachten als ganzheitliches und wie einfach es ist, wenn sie versteht, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und nicht nur, dass sie die Dinge richtig tut, sondern dass sie genau weiß, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Was ist die Intention dahinter? Und mit diesem Beispiel will ich euch nochmal die Anregung geben und sagen, was ist wirklich meine Intention? Warum will ich die Dinge haben, die ich haben möchte? Was ist denn die wahre Intention? Und wenn ich die wahre Intention kenne, dann kann ich doch die Abkürzungen nehmen. Dann muss ich nicht diese Schritt-für-Schritt-Anwendungen durchspielen, die ich mal als Formel gelernt habe, sondern ich sollte wirklich meine Aufmerksamkeit dahin bringen, dass ich verstehe, was will ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich von dem Leben? Warum will ich die Dinge, die ich so wahnsinnig dringend haben will, warum will ich sie denn überhaupt haben? Um was geht's denn mir bei der Sache? Und wenn ich das weiß, dann kann ich diese Sache extrahieren und sagen, ja gut, jetzt bringe ich mich in diesen Zustand, als wie wenn alles schon da wäre. Aber wenn du nur versuchst, solche Schritt für Schritt Anwendungen zu machen, dann wirst du immer wieder abgelenkt und bleibst in irgendeinem Detailschritt hängen, den du versuchst zu verbessern, weil du glaubst, dass du nicht weiterkommst, weil du diesen Detailschritt nicht richtig gemacht hast. Dabei liegt es überhaupt gar nicht daran. Vielleicht bräuchtest du diesen Detailschritt ja gar nicht, indem du dich so verbeißt.
Also ich möchte dich anregen, wirklich die große Perspektive, diese Wahrheit, die Wahrheit. Und dann kommt auch dein Lebenszweck heraus. Dann kommt auch wirklich raus, was du wirklich willst im Leben. Wenn du das Große versuchst zu sehen und nicht die kleinen Schritte, in die du dich verbeißt und denkst, dass die erledigt werden müssen, dass du ins Große reinkommst. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Es ist einfach wieder so ein Impuls gewesen aus dem offenen Coaching gestern. Und auch aus dem Kurs My Magic, weil es wirklich darum geht, dass du deine Magic erfasst, dass du weißt, wo ist denn meine Magic überhaupt und nicht, wie kann ich Magic erreichen, sondern wo ist sie und warum soll sie dort sein, warum brauche ich die, wo ist sie denn bedingungsvoll oder bedingungslos? Um ein magisches Leben zu leben, musst du wirklich in dieses Große reingehen, in die große, große Wahrheit und nicht in die kleinen Schrittchen, 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 die du beigebracht gekriegt hast, sondern du musst dich hinstellen und sagst, okay, hier bin ich. Ich bin bereit, das Große, die Wahrheit zu begreifen. Hallo Angelika, damit ich die kleinen Schritte mir sparen kann, damit ich die Mühe rausbringe, damit ich das Erledigen rausbringe, damit ich das Machen rausbringe, sondern dass ich wirklich in diesem magischen Raum sein kann. Weil in diesem magischen Raum sind keine To-Do-Lists und keine Schrittchen, sondern es ist geführte Inspiration für dich da. Aber die ist eben nur da, wenn du bereit bist, in diese Beziehung, nenn es das Göttliche, nenn es die Wahrheit, nenn es die Liebe, nenn es die Bedingungslosigkeit, nimm irgendwelche Namen. Aber wenn du irgendwie nur glaubst, dass es da ist, weil du es gespürt hast, mal in deiner eigenen Stille, in deinem eigenen Frieden, wenn du alle Wahrnehmung der fünf Sinne abgenommen hast, dann arbeite dort, weil das ist der Raum der Wahrheit. Und mein Job, warum ich das hier alles mache, ist einfach, deinem Verstand die Sachen so zu erklären, dass er dich dahin unterstützt und dass er dich nicht behindert, weil er in der Vergangenheit lebt, auf Basis von vergangenen Überzeugungen, vergangenen Wahrheiten, die dich eben genau davon trennen. Und das ist genau die Trennung, von der überall gesprochen wird. Diese Trennung, wenn du nicht in diesen Einklang kommst mit deinen Vorstellungen, mit dem großen Warum. Also, ihr könnt euch übrigens immer noch anmelden, morgen Abend 19:30 Uhr, Bonus-Session von My Magic, wenn ihr dabei sein wollt, total gratis. Alle die, die sich anmelden, ich tue nochmal den Link unter das Video posten, alle die, die sich anmelden, kriegen von mir eine Meditation. Und zwar, die solltet ihr vorher machen, damit ihr zumindest ein Gefühl bekommt über das, was ich hier jetzt auch versucht habe, eurem logischen Verstand zu erklären. Die Meditation ist dazu dabei, das eurem Innersten zu erklären, eurer innersten Wahrheit klar zu machen, um was es geht. Also wenn ihr dabei sein wollt, kriegt ihr von mir gratis die Meditation. Wie gesagt, wir sind dabei, aus dem ganzen Kurs ein Online-Produkt zu machen. Ihr könnt es für euch selber zu Hause nachvollziehen, aber wenn ihr euch interessiert dafür, dann wäre es gut, wenn ihr einfach gratis morgen in der Bonus-Session dabei seid, damit ihr auch ein bisschen das Gespür kriegt, ob das was für euch ist, ja? Und ob dieser Ansatz, das ist ja ein Denkansatz, wir wollen ja unseren Verstand ins Boot kriegen, ob dieser Ansatz mit dir resoniert, wenn du sagst, ja genau, das ist die Wahrheit, die ich schon immer gespürt habe, ich möchte da weitergehen. Dann komm vorbei, schau es dir an. Nachher kannst du den Online-Kurs kaufen und vielleicht auch live dabei sein, weil ich mache definitiv einen zweiten Teil, weil das für mich die einzige Wahrheit ist. Und diese Online-Kurse, die dann daraus entstehen, die werden auch aus meinem Coaching werden immer Bestandteil bleiben, weil das ist die Basis der Überzeugung, die du brauchst, damit du in diese Klarheit und in diese Freiheit kommst. Und ja, wie gesagt, wenn du keine Zeit hast, dann kannst du immer noch den Online-Kurs anschauen oder dir den halt besorgen, was auch immer. Jeder hat seinen eigenen Weg. Ich gebe hier euch Inputs, ich gebe euch Möglichkeiten. Wenn du sagst, es resoniert, dann wunderbar. Ich bin da,
Und es gibt auch tausend andere Gesichtspunkte. Jeder muss eben für sich seinen Ansatzpunkt finden und sagen, das sind meine Regeln, meine Vorstellungen, meine Überzeugungen. So glaube ich, dass das Leben funktioniert. Ich weiche davon nicht ab. Ich lasse mir von niemandem reinquatschen, sondern ich weiß, wer ich bin. Und aus der Wahrheit meines Seins weiß ich, wie ich dieses Leben führen kann. Und das Ziel ist natürlich, dass ich mich wohlfühle, glücklich fühle, frei fühle, selbstbestimmt fühle und dass ich die Liebe leben darf. Weil, mein Gott, was willst du sonst? Warum willst du alles? Warum willst du alles, was du willst? Oder warum willst du gesund sein? Warum willst du Geld haben? Warum willst du, was weiß ich nicht, was auf deiner Liste steht? Warum willst du das? Weil sich's verdammt nochmal gut anfühlt. Also, Abkürzung nehmen zum gut anfühlen. Und das alles andere darf dann Resonanz geben, sich daraus zeigen, aus deinem Seinszustand heraus zeigen. Das heißt, du musst nichts anziehen, sondern du musst es sein, damit du es sehen kannst. Ja? Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Mittagspause. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Video, dann postet es einfach in die Kommentare. Ich werde mir Mühe geben, alles zu beantworten. Den Link für morgen Abend tue ich euch auch in die Kommentare. Und dann freue ich mich für alle, die dabei sein können. Auf alle, nicht für alle. Oh, für alle auch. Also, ciao.